Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch, dem Podcast aus der Wikipedia-Galaxie. Diesmal live von der Wikimania 2021, die in diesem Jahr zum ersten Mal online stattfindet, nachdem sie im letzten Jahr ausgefallen ist wegen der Covid-19-Pandemie. Heute sind sehr viele Leute zu Gast. Wir haben schon 3 Folgen aufgenommen von der Wikimania. Da waren Gerio und Siko dabei. Heute sind noch Iva dabei und Christel. Hallo Iva. Hallo. Hallo Christel. Hallo. Ich sitze in Berlin im Wikibär, im Treffpunkt der Wikipedia-Community. Siko, von wo hören wir dich? Ich bin in den Niederlanden, wie schon seit sehr vielen Jahren, und zwar direkt an der Grenze zu Deutschland. So, wenn ich nach Süden gehen würde, wäre ich irgendwann im Ruhrgebiet. Okay. Christel, von wo hören wir dich? Ich sitze in München und ich habe auch noch Bello dabei, weil Cuteness ist notwendig für Treffen von Wikimedianern. Ein Plüschpinguin mit Bommelmütze. Und der heißt Bello. Hat er da nicht Schwierigkeiten, nicht mit einem Hund verwechselt zu werden? Bello ist interessanterweise ein häufiger nigerianischer Name. Seine erste große Reise war nach Nigeria und er wusste das nicht und hatte einen großen Erfolg. Okay. Iva, von wo bist du zugeschaltet? Ich bin aus Berlins schöner Mitte zugeschaltet und habe lebendige Cuteness um mich herum, die allerdings nicht in die Kamera will. Okay. Last not least, Gerion, von wo hören wir dich? Ich bin hier in Ennepetal, Nordrhein-Westfalen. Das liegt zwischen Wuppertal und Hagen oder zwischen Dortmund und Düsseldorf, wie man es nimmt. Und Cuteness ist hier auch vertreten. Das ist der Höhlenfuchs oder auch der Fox of Knowledge, der Fuchs des Wissens. Kluger Fuchs. Ja, dann fange ich doch mal mit dir an, Iva. Was ist jetzt so dein Fazit vom heutigen Tag oder von der ganzen Wikimania? Wie jetzt? Ich anfange. Ich war noch nie dabei und soll jetzt gleich anfangen. Na toll. Mal schauen, ob mir das gelingt. Heute ist der Abschlusstag der Wikimania, wo ich nochmal die Chance gehabt hätte, übersetzte Veranstaltungen mitzumachen, nachdem ich ich glaube, vorgestern verstanden habe, dass nur in den Räumen 2 und 3 oder in den Häusern 2 und 3 tatsächlich recht häufig eine Übersetzung angeboten wurde. Hier gibt es gerade ein bisschen Trouble im Hintergrund. Das ignorieren wir mal dezent. Gut, machen wir. Ich bin ja mit dem Englischen nur so lala, was den Effekt hatte, dass ich in der Vorbereitung tatsächlich auch nicht so gut vorbereitet reingegangen bin in das Programm, wie ich das bei physischen Wikimanias mache. Sprich, ich habe mir kein Programm aufgestellt auf der Wikimania-Seite oder in irgendeinem Notizbuch. Es war nicht meine erste Wikimania, sondern nur, wie für uns alle, die erste virtuelle Wikimania mit Vor- und Nachteilen. Die kenne ich schon aus dem Homeoffice. Die Ablenkung ist dann durchaus anders gegeben, wenn eine wahlweise zu Hause ist oder im Büro ist oder im Wikibär wäre, wohin ich es trotz bester Absichten nicht geschafft habe während dieser Tage. Ich habe nicht schlimm. Einige Veranstaltungen mitgehört. Man kann nicht wirklich sagen, mitdiskutiert. Das kam mir tatsächlich ein bisschen kurz bei den Möglichkeiten. Ich habe mich öfter mal in den Fluren verlaufen, weil ich gestern erst in der Mail für meinen Lightning Talk
verstanden habe, dass das immer genau derselbe Tisch ist, an dem solche überlaufenden Veranstaltungen dann hätten fortgesetzt werden können. Sie haben es gestern dann auch geschafft, das jeweils mit reinzubringen in den Chat als Information. Das wiederum fand ich eine deutliche Verbesserung. Wir hatten am Anfang ja nicht mal eine Anleitung, wo gibt es denn jetzt eine Möglichkeit zu übersetzen. Und das verbesserte sich sehr deutlich im Laufe der Tage. Ich finde sehr prima daran, dass ich nicht durch die halbe Weltgeschichte reisen muss oder musste und trotzdem dabei sein kann. Ich habe versucht, mir die Zeit dafür freizuschaufeln. Ich fand immer wieder gut, dass Rücksicht auf die unterschiedlichen Zeitzonen genommen wurde. Also dass gestern das Programm von, ich glaube, 7 bis 13 Uhr gelaufen ist, UTC. Und heute war es wieder eher von 14 bis 20 Uhr oder so in dieser Hausnummer. Ich war von dem Telegram-Channel etwas überfordert, weil da ist so viel reingelaufen, dass da hatte ich irgendwie keine Chance. Ich war froh, dass mir die wichtigen Sachen dann in den separaten Wikiwomen-Channel reingespült wurden und da ein bisschen Austausch möglich war. Und jetzt höre ich erstmal auf zu reden. Okay, dann reden wir erstmal über die Technik. Denn das bewegt uns alle so, weil es das erste Mal ist, dass bei der Wikimania das betroffen ist. Ich selber kenne es vom Cards Communication Kongress, der ja auch online stattfand. Aber Christel, jetzt sag du mal doch mal was. Also wenn es um die Technik geht, ich denke, es ist einfach auch eine Größenordnung, wo es wahnsinnig schwer ist, was Vernünftiges zu finden. Ja. Ich weiß, dass sie auch nach Open-Source-Lösungen geschaut haben. Das habe ich von Facedo, also einem der Core-Organizer, gehört, aber dass einfach für die Größenordnung da wirklich nichts zu finden war. Und ja, es war sicher eine Lernerfahrung. Ich bin sehr gespannt, es soll ja nächstes Jahr eben eine Hybrid-Wikimania geben. Und ob wir die gleiche Plattform wieder benutzen oder nicht, ich war ein bisschen immer verwirrt. Für mich ist ja immer dieses mit einzelnen Menschen reden total wichtig. Also die Sessions sind wunderbar und ich lerne da viel, aber ich genieße es sehr, einfach Leute wiederzusehen, die ich vielleicht vor ein paar Jahren mal getroffen habe oder mit denen ich bisher nur online kommuniziert habe. Und ich fand ja schön, dass es an diesen Tischen grundsätzlich möglich war, aber es war eben oft auch verwirrend. Ja, einerseits haben die Leute natürlich oft dann zwar ihr Avatar am Tisch stehen lassen, aber gerade nicht mehr hingehört oder nicht reagiert, wenn man sie angesprochen hat. Mhm. Teils war es auch sehr schwierig, dann eben immer wieder die Leute zu finden, weil viele ja kein Bild drin hatten oder die Bilder so klein waren, dass man nicht gleich erkennen konnte, wer ist es. Wie gesagt, bin ich so hin und her gerissen. Ich war einerseits froh, dass es überhaupt möglich war, sich mal mit Leuten einzeln hinzusetzen, aber dann eben auch nicht zu kontrollieren, wer dazukommt, nicht mitzubekommen. Also plötzlich ist dann Dong Dong, macht's und es sitzt noch jemand am Tisch und man ist vielleicht gerade in einem eher privateren Gespräch drin. Es hat Vor- und Nachteile. Ich habe mit Leuten gesprochen, die wahrscheinlich, ich meine, das ist ja das Tolle, dass bei so einer Online-Wikimania plötzlich Leute kommen können, die es normalerweise nie schaffen würden, sich auf den Weg zu machen, die die Kinder nicht alleine lassen könnten, die kein Visum bekommen könnten, die nicht weg könnten von ihrer Arbeit. Mhm. Also von daher, das war schon toll, aber ich habe auch immer wieder so gemerkt für mich, da fehlt mir ein Teil. Ich selber versuche mich ja immer so schnell wie möglich von der Technik zu lösen. Das heißt, ich versuche zu gucken, was kann ich damit tun und mich dann nicht mehr ärgern zu lassen davon, so jahrelange Erfahrung an Computern, die ich auch nicht mehr stark individualisiere, sondern eben nehme, was da ist. Und hier habe ich es eben auch versucht. Ja? Also ich habe mir die Vorträge angeguckt. Ich fand sehr gut, dass die auch parallel auf YouTube angeboten wurden. Denn dann kannst du es auch mit dem Handy gucken. Denn die Remo-Software, so wie sie jetzt programmiert ist, ist sehr prozessorintensiv. Die hat auf meinem
anderen Laptop nicht funktioniert. Das ist so ein ganz schwacher, mit dem ich eigentlich nur ins Internet gehe. Und der ist abgestürzt. Mehrfach. So, während jetzt mit meinem starken Laptop, den ich jetzt hier gerade laufen habe, lief das gut oder sehr gut. So. Das heißt aber auch, dass jemand mit normaler Technik ja, da nicht hinkommt, dass das ein Smartphone auch überlastet. Ich weiß nicht, ob jemand ein Smartphone verwendet hat. So, das ist das eine. Dann diese Diskussionsräume, da waren immer so Tische, wo 6 Leute rankommen oder 10 Leute oder so. Das war schon mal ein bisschen limitierend. So. Tische waren schnell voll, wenn irgendwo was war. Ich konnte aber gut Gespräche führen und das war auch ziemlich zwanglos. Man halt hat Mikrofon und Kamera angemacht und konnte dann sofort losreden. Und das war dann auch wie eine richtige Wikimedia, wer bist du, was machst du oder hallo, ach, dann sehen wir uns mal wieder und dann kurz so austauschen. So ein bisschen schwierig fand ich das mit den Sessions, wenn die Session nämlich in so einem Raum läuft, kannst du nicht mehr quatschen. So, du musst dann aus der ganzen Veranstaltung raus und dann wieder in ein anderes Haus gehen, wo gerade keine Session läuft. So, das war dann schwierig, dass du die Leute dann verloren hast. Also, ja, das war ein bisschen schwierig. Und dann auch noch Chaos Communication Congress, ich hatte es schon erwähnt, die haben eine andere Software benutzt. Die lief also exzellent, auch sehr intuitiv so. Man lässt einen kleinen Avatar durch eine Landschaft laufen und wenn man neben jemandem stehen bleibt, poppte sofort ein Videogespräch auf. Und da konnten auch mehrere Leute zusammenstehen. Und diese Räume waren ganz liebevoll von den einzelnen Leuten gebaut worden mit Bildern und so. Also vielleicht sollte man in die Richtung gucken, ob man die Software vielleicht benutzt. Denn die nächste Hybridveranstaltung ist gar nicht im nächsten Jahr, sondern schon in diesem Jahr, nämlich die Wikicon in Erfurt soll auch schon eine Hybridveranstaltung sein. Ich werd versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die das machen, weil ich hatte den Eindruck, auch diese Wikimania, das Online, das war alles mit der heißen Nadel gestrickt. Das war nicht von langer Hand vorbereitet. Oder? Also es wurde noch nicht so richtig ausprobiert auch, so hatte ich den Eindruck. Was ich jetzt hoffe ist, also nochmal ein großes positives Ding von diesem Online-Ding, dass alle Vorträge aufgezeichnet wurden. Ich kann mich jetzt zu Hause an meinen Smart-TV setzen, wo ein YouTube drauf ist und mir die Vorträge in Ruhe anhören. So, jetzt hoffe ich, dass sie die Übersetzung aufgezeichnet haben und dass dann auch eine deutsche und eine chinesische Version mit rauskommt. Nein, zumindest ist das bisher nicht verfügbar. Ich habe an der einen oder anderen Stelle bei YouTube schon draufgedrückt auf dieses kleine Pfeilchen in den Veranstaltungen und da war jeweils die Originalsprache. Ich weiß nicht, ob sie es noch synchronisiert nachträglich anbieten. Ich würde es mal eher bezweifeln. Oder es irgendwie ermöglichen, dass man Untertitel reinbaut. Wäre sehr hilfreich, fände ich das gut. Das wäre hilfreich, ja. Aber wie gesagt, wir sind ja eine Community, vielleicht kommt man da ran. Gerion, wie fandest du es technisch? Wir haben ja gestern und vorgestern schon drüber gesprochen. Ja, es wurde jetzt ja schon vieles gesagt. Technisch hatte ich heute eigentlich wenig Probleme, weil alle Probleme, die ich gestern hatte, daraus habe ich halt gelernt. Aber es brauchte sozusagen bis zum letzten Tag der Wikimania, wo es wirklich ohne Probleme funzte. Ja. Ich finde das schon ein bisschen limitierend. Ich wollte noch auf zwei Sachen zu sprechen zu kommen. Das ist der Sprechcut. Wir haben jetzt Talks, die dauern 10 Minuten und nach 9 Minuten 59 Sekunden wird der Sprecher mitten im Wort unterbrochen und der Raum geschlossen. Ja. Das ist teilweise unglaublich grausam für den Vortragenden. Und auch für die Zuhörer, die gerade vielleicht noch eine Frage, Zuhörenden, die vielleicht gerade noch eine Frage beantwortet haben möchten oder so. Ja. Das wirkt unglaublich abrupt. Und dann wollte ich noch auf die Gesamtzahl zu sprechen kommen. Wir haben jetzt, wie viel? 2300 Anmeldungen, 2500 Anmeldungen? 3000 waren es. Ja. Wo waren die Leute? Wenn ich bei einer richtigen Wikimania sind, dann sind bei der Einführungsveranstaltung, bei der Abschlussveranstaltung 700 bis 1000 Leute im Saal. Bei der Einführungsveranstaltung hier waren wir zu 200 und bei der heute Last Day Opening, wo immerhin der Direktor der WHO gesprochen hat, waren wir 200. Von der Khan-Akademie war das, ne? Genau. Sind die anderen 3000 alle auf YouTube? Man sagt ja, es kann jeder teilnehmen, es können viel mehr teilnehmen, aber es haben im Endeffekt vielleicht ein Fünftel von den Leuten teilgenommen. Auch, werden die Berichte sehen? Wie werden die Zahlen? Ja, und in den Talks, in denen ich waren 20 bis 60 Leute
Und ich habe auch schon auf Wikimania Vorträge vor über 100 Leuten gehalten. Das gab es hier gar nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht verstanden, wie die Anzahl angezeigt wurde, ob die pro Haus war oder pro Flur war. Nee, das kannst du, also wenn da kein Vortrag ist, dann steht das pro Etage. Die Anzahl, wenn ein Vortrag ist, dann kannst du ja einfach auf Teilnehmende gehen und da siehst du vier Veranstalter und 38 Zuhörende oder so. Da sind die Namen ja aufgelistet. Okay. Ich war in so mehreren kleinen Vorträgen, da waren dann schon heute, muss ich sagen, in den anderen Tagen waren es deutlich weniger, waren es heute bis zu 50 Leute da. Und dann habe ich den YouTube-Stream auch nochmal Interesse angemacht, da waren es nochmal etwa 20. Also es war schon recht ordentlich dann so. Wo Weit sind weg da? von Wo? 1000 oder 2000, aber schon mehrere Dutzend wenigstens. Und Ja. vielleicht ist es auch ein Lerneffekt, ja. Vielleicht müssen die Leute sich, vielleicht konnten sie sich auch gar nicht vorstellen, an der Wikimania teilzunehmen, die online stattfindet und vielleicht sind wir da reingekommen. Aber jetzt haben wir noch jemand hier im Runde, der auch noch was sagen könnte. Z am Ende der Siko. Ja, das ist eine ganz seltsame Sache, ne? Auch in diesem Maßstab und diese Software. Ich bin so erinnert an Second Life und andere Sachen, die es vor 15 Jahren mal gegeben hat. Also wo man es ganz toll fand, dass man als Avatar irgendwo herumlaufen kann in einem virtuellen Raum. Und so diese Raummetaphorik, das haben die hier ja durchgezogen. Ich muss sagen, ich habe mich mehr und mehr angefreundet mit der Software. Allerdings, ja, es ist eine Gewöhnungssache, aber sie hat dann weiterhin ihre Nachteile. Also ich habe heute mal versucht mit dem iPad, es ging nicht anders, mich einzuloggen und dann den Raum dazu wechseln. Das geht ja gar nicht, denn dann wird einem gesagt, nee, du musst aus diesem Raum erstmal rausgehen, bevor du in einen neuen gehen kannst. Und das konnte ich gar nicht, musste wieder ganz raus. Und selbst dann ging es irgendwann nicht mehr. Ich konnte immer nur denselben Raum. Also das ist schon sehr ärgerlich. Und ja, ich weiß jetzt nicht, woran es lag, dass ich an den ersten Tagen so einen schlechten Zugang hatte, während es heute eigentlich ging. Heute konnte ich endlich mal richtige Gespräche an einem Tisch führen. Das war so nicht möglich. Also ich weiß nicht, ob meine Verbindung jetzt zufällig an den ersten beiden Tagen ein Problem hatte oder ob irgendwie die Verbindung verbessert wurde von Seiten des Veranstalters. Also ja, stellt euch mal vor, dass jetzt wirklich 3000 Leute vorbeigekommen wäre. Ob das funktioniert oder nicht funktioniert hätte. Auch diese Sachen, setze ich mich an einen Tisch oder wenn das so ein kleiner Tisch ist, da sind zwei Leute, soll ich die jetzt stören oder so. Das ist in der Tat so eine Sache, dass man dann noch so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen muss, was ist jetzt angemessenes Verhalten und was nicht. Aber ich glaube, wenn wir sowas ein paar Mal machen, dann wird das immer besser gehen. Das denke ich auch. Ich denke, dann haben wir zur Technik das abschließend behandelt. Und jetzt würde Ich will ich noch gern eine Sache eine Sache. hinzufügen. Ich weiß, dass viele Leute ihre Anonymität wichtig finden und ich will auch gar nichts dagegen sagen. Und ja, also wenn da jemand jetzt so ein Porträtbild hat, das ein Krokodil ist oder irgendein Gegenstand oder etwas anderes, dann ist es noch so ein bisschen vielleicht noch weniger einladend, als wenn das jetzt ein schlechtes Porträtbild ist. Also ich glaube, das sind auch solche Kleinigkeiten, ne, die dazu führen, ob man jetzt jemanden anspricht oder nicht oder wie man sich da fühlt, aber gut, das sind halt andere Geschmäcker und dann, wenn Leute, die sonst nicht teilnehmen könnten, dennoch teilnehmen, dann ist das zu begrüßen. Also da möchte ich auch sagen, dass ich zum Teil diese anderen Bilder auch, also ich habe eher dann ein positives Gefühl auch und denke mir, okay, das ist jemand, der muss oder die muss nicht immer das Gesicht in die Menge schmeißen, aber hat sich was Lustiges überlegt und je nachdem, was es für ein Bild ist, denke ich mir vielleicht sogar eher. Und mit einem Mouse-Over sah man immer den Namen der jeweiligen Person. Und ich habe gar nicht auf die Bilder geguckt, ich habe einfach immer die Maus drüber gehalten, da wusste ich genau, wer das Ja, ist. ja. Genau. Okay, das war jetzt Technik. Jetzt bin ich aber gespannt auf die Inhalte. Was habt ihr heute gelernt? Wenn ich mal anfangen darf, also ich fand schön diese Last Day Opening. Klar, wir wissen, dass wir von der World Health Organization wertgeschätzt werden, spätestens seit wir bei viel besser darin waren, in Westafrika über Ebola zu informieren, als die WHO mit ihren Millionen. Und das vom Direktor nochmal bestätigt zu bekommen, ist eine nette Sache. Und Budge Bustria hat eine wunderbare Rede gehalten, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Dann Zukunft der Wikimania. Das war eigentlich doch, normalerweise ist das eine Diskussion. Auf allen Wikimanias sitzt man an einem großen Tisch und diskutiert, wie es weitergehen soll, was die Leute wollen und so weiter. Heute wurde das einfach vorgestellt, ohne Diskussion. Und gut, das ist auch ein bisschen in der Richtung, dass es kein Komitee mehr gibt, was den Veranstaltungsort wählt, sondern dass das jetzt von der WMF sozusagen bestimmt wird und sagen, okay, wir nehmen das jetzt in die Hand und machen das dort. Das war früher anders. Dann komme ich gerade aus einem ganz interessanten Panel Wikimedia Community in Nigeria. Das sind wirklich auch Scholars, intellektuelle Professoren, die sich stark für die Wikipedia einsetzen und an ihren Unis die Leute dazu bringen, beizutragen, weil das auch ein sehr guter Lernprozess ist, was Neutralität betrifft, was Quellenarbeit betrifft und so weiter. Und da sehr viel an Unis passiert und es toll zu sehen ist, was da alles in Bewegung kommt. Danke. Iva, was war bei dir heute an Lerneffekten da? Sehr, sehr wenig, weil die meisten Lerneffekte hatte ich tatsächlich am Samstag, Sonntag und eben gestern. Mhm. Dadurch, dass ich mich gestern dann auch noch selbst beteiligt hatte mit einem Lightning Talk und an der Stelle nochmal ganz anders mit dieser Technik vertraut gemacht wurde, mit dem Rausschmeißen, was Gereon vorhin erwähnt hat, tatsächlich nicht nach 9,59 rausgeworfen wurde, sondern schon nach 9,30 offensichtlich, wo ich gar nicht mitgekriegt hatte, dass ich schon draußen bin, weil ich eine Präsentation auf dem Bildschirm hatte und meinen Bildschirm geteilt hatte und ich dachte, okay, das ist jetzt auch noch was zu Lernendes. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das ziemlich gut fand, dass wir eine Aufteilung nach Zeitzonen hatten und es nicht eine rund um die Uhr Wikimania gab, so dass ich mich dann auch getrost um meinen ganz normalen Alltag kümmern konnte und wollte und durfte. Ich habe als Abschlussveranstaltung heute Abend noch die Frau, deren Name mir gerade nicht einfällt, die ich schon mal gehört habe, in der Planung. Chess Wade nehme ich an. Jawohl, genau die. Die mit ihrem Storytelling mir hoffentlich noch was zu lernen aufgibt oder mich da mit etwas erfreuen wird, zumal das auch mit auf Deutsch übersetzt wird. Ich habe sie schon verschiedentlich gehört, aber bisher immer auf Englisch, weil sie war ja bei den Diversitons auch schon aktiv und dazu geschaltet und ich hoffe, dass ich von dieser Abendveranstaltung sozusagen das Sahnehäubchen der Wikimania mitnehmen darf. Worüber ging denn deine Session heute? Die Session war nicht heute, sondern gestern. Die ging über Women Edit und wie das als Pilotprojekt auch in andere Städte und gerne Länder und Kontinente verteilt werden könnte. Women Edit ist bekanntlich ein Projekt, was seit 8 Jahren monatliche reale Treffen macht, wann immer es möglich ist. Während der Pandemie oder unter Pandemiebedingungen haben wir uns dann halt virtuell getroffen, aber auch das haben wir tatsächlich jetzt monatelang hingekriegt. Dann haben wir uns immer mal hybrid getroffen. Ich finde dieses Konzept, dass Frauen sich mit Frauen vernetzen in realen Treffen,
etwas ausgesprochen hervorragend Funktionierendes. Wir haben immer wieder neue dabei und wir haben immer wieder Frauen dabei, die wiederkommen nach einer ganzen Pausezeit, in der sie was auch immer gemacht haben. Und die virtuelle Zeit hatte eben auch den Effekt, dass wir eine Frau aus der Schweiz dabei haben oder eine Frau aus Griechenland dabei haben. Und das wollte ich ein Stück mehr verbreiten. Was sind die Voraussetzungen, um Women Edit zu verbreiten? Weil irgendwie kann es ja fast nicht sein, dass, jetzt kriege ich hier gerade eine Anzeige, die mich verwirrt. Okay, ich muss jetzt nichts installieren. Ihr hört mich hoffentlich. Und ich habe hinterher an einem Plaudertisch eine von den Frauen getroffen, die bei dem Vortrag dabei waren. Und die hat gesagt, ja, sie möchte es gerne, wenn die Pandemiebedingungen rum sind, nochmal machen. Sie lebt allerdings in einer relativ kleinen Stadt in Irland und wenn da welche dazukommen, dann sind die eher beiderlei Geschlechts und damit lässt sich kein Women Edit realisieren. Da kann ich nur zustimmen, ja. Okay, vielen Dank. Dann Christel, was hast du inhaltlich so mitgenommen von der Wikimania bis jetzt? Insgesamt war ich ja sehr viel, nicht als Krizolina, ich bin hier ja jetzt in meiner freiwilligen Rolle, aber auf der Wikimania war ich ja relativ viel in meiner Rolle als Angestellte von Trust and Safety unterwegs. Wir haben ja unser Universal Code of Conduct Projekt dort relativ viel vorgestellt und ich habe auch ein quasi etwas, was sich schon daraus ableitet, was vermutlich kommen wird, was angefragt wurde in unseren Konsultationen von einigen Communities, von vielen Leuten. Da habe ich auch eine Veranstaltung dazu gehalten. Das ist die Unterstützung von Netzwerken. So ähnlich wie Iva es gerade beschrieben hat, sehen wir auch, dass es ganz viele Netzwerke bereits gibt, dass die oft extrem hilfreich sind für die Menschen, die sich in diesen Netzwerken organisieren. Und da hat sich die Foundation vorgenommen, mehr zu tun, solche Netzwerke zu unterstützen. Und da haben wir sehr interessante Gespräche dazu geführt. Ich habe eben eine kurze Panel-Diskussion geführt mit Natalia von Wikimedia Polen war dabei, Lea Volz von Wikimedia Deutschland war dabei und Justice aus Ghana. Und das war schon sehr spannend und wir sind danach an den Tisch umgezogen im Unconference-Bereich. Und ich habe sehr viel gelernt, was Menschen sich vorstellen, was es dafür braucht, was dafür wichtig ist und hoffe jetzt nach der Wikimania mit diesem Projekt so ein bisschen mehr durchstarten zu können. Und heute wünsche ich mir noch sehr, dass ich ein bisschen mitkriege von dem Disinformationspanel, das jetzt gleich losgeht. Das geht gerade los, ja. Weil ich ganz grundsätzlich auch denke, dass dieses Thema, was ist überhaupt, also was sind verlässliche Quellen, was ist Wissen, ist in der Medienlandschaft, die sich entwickelt, in der Wissenslandschaft, die sich entwickelt. Ich denke nicht mehr so selbstverständlich, wie es war, als die Wikipedia sich gegründet hat. Und ich denke, da immer wieder hinzuschauen und das genau zu diskutieren und an verschiedenen Beispielen. Und die Covid-Krise war nun mal jetzt gerade eine sehr wichtige und deutliche, finde ich einfach wichtig und spannend, mich da auch immer auf dem Laufenden zu halten. Okay, das fängt jetzt an. Dann würde ich sagen, verabschiede ich dich. Will noch jemand rüber wechseln zu dem Vortrag? Ihr alle, oder? Ja. Schon? Ich kann ihn ja auch später sehen. Genau, ich würde mir ihn auch hinterher angucken. Dann tschüss, Christel und Iva geht auch rüber. Vielleicht machen wir noch eine Folge, wo wir dann nochmal in einer Woche Verzögerung nochmal über die Wikimania sprechen. Ja? Ich danke euch und einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Okay, Siko, inhaltlich. Inhaltlich. Oh Gott, ich muss gestehen, ich war heute gar nicht so viel im Programm unterwegs. Erstens, auch weil ich heute nicht Beitragender. Ich hatte nicht so viel Zeit und ich hatte auch gedacht, so jetzt funktioniert endlich mal hier diese Buildings und so, diese
Gespräche am Tisch, dann wollte ich das auch mal ausprobieren. Das war auch ganz nett, dann mal mit Leuten außer der Reihe mal gesprochen zu haben über Gott und die Welt und nicht nur über Wikimedia-Sachen, das natürlich auch. Und ja, schön mal so ein paar Leute kennenzulernen, von denen man sonst eben nur die Namen auf einer Mailingliste sieht, ne? Ihr kennt das. Ja, ich hatte heute etwas, das war auch ein bisschen sehr aufregend für mich, weil ich nicht wusste jetzt, ob die Technik mit StreamYard gut funktionieren würde und dann Bildschirm teilen und vorher was vorbereitet. Es war ein Panel mit der Aufgabe ein Land, sechs Bilder. Also wenn man ein einziges Land in der Wikipedia oder dann in einem anderen Wiki bebildern soll, dann ja, welche sechs würde man dann auswählen? Da hatte ich dann meine Panelisten, denen ich vorher die Aufgabe gegeben hatte und das musste ein bisschen auf die Zeit achten. Und das ist dann aber doch ziemlich gut auch zeitlich gegangen. Wird noch ein bisschen Zeit für Diskussionen, warum man etwas ausgewählt hat. Und dann, ich habe mir vorgestellt, das wäre eigentlich mal eine schöne Sache, die können auch viele andere machen. Ja, einfach sich mal überlegen, das machen wir sonst eher so privat im kleinen Kämmerlein. Es gibt nicht viele Diskussionen dazu, dass man sich sagt, so, wir wollen jetzt mal hier den Artikel, den Bildbestand für einen konkreten Artikel verbessern. Lass uns mal so einen Chat machen, ein Stündchen zusammensetzen und dann mal konkret darüber sprechen, über Vorschläge. Ich glaube, das wäre sehr belebend, auch mal in die Köpfe von anderen hineinzuschauen, was sie auswählen würden. Denn heute im Panel, also die eine hatte viele Monuments, viele Denkmäler für das Land Andorra ausgesucht und der Isaac hatte für Brasilien viel Geschichtliches und die Florence, die hatte über Kamerun sehr viel über Personen, Bilder, erkennbare Personen, also ist schon sehr unterschiedlich und das sind Dinge, über die reden wir eigentlich nie und so ein Format kann man ganz einfach kopieren bei sich selber mal, das auch mal machen. Und das Interessante daran ist, dass der größte Streit, den wir momentan in der deutschsprachigen Wikipedia haben, der sich über VM-Kilometer und Sperrprüfungen und so weiter zieht, hat sich jetzt wieder losgemacht an einer angeblichen Überbilderung eines Artikels, worin sich zwei in die Köpfe geraten sind. Oha, kannst Und du da mehr sagen, welcher Artikel das ist, oder? das ist mit G. Freihalter und anderen, ist auf jeden Fall überall in der Sperrprüfung und Löschprüfung, Sperrprüfung VM und hast du nicht gesehen, Admin-Seiten. Und da geht es auch um Bebilderung von Artikeln. Das scheint ein wichtiges Thema zu sein. Ja, wir hatten also diese ganz seltsame Sache einmal über einen Fall, der bis ins Schiedsgericht gekommen ist. Da haben die Leute sich unter anderem darüber gestritten, wie groß die Vorschaubilder in einer Liste sein dürfen. Wo man dann irgendwann denkt, also da sollte es doch irgendwie Standardformate geben. Und was soll das? Aber irgendwie fanden die Leute es, also manche Leute fanden es ganz wichtig, dass diese Bilder schön groß sind. Und die Gegenseite fand, nein, die sollen standardmäßig sein. Und ja. So geht das manchmal. Also in Wikipedia ist es ja manchmal so, dass sich Leute, wenn es sich zu streiten gibt, dann sucht man sich ein Thema. Ne? Na, ich glaube, das war so eine andere Sache. Es gibt eben auch Leute, die haben nicht nur wikipedianische Ideale, sondern auch andere. Und wenn das dann halt nicht von an allen anderen so geteilt wird, dann Ja, ist der ja. Donauturm jetzt ein Fernsehturm oder ein Restaurant oder was ist das? Aussichtsturm, ja. Aussichtsturm. Ja, müsste ich jetzt nachgucken, aber ich glaube, mittlerweile wissen wir es, weil derjenige, der da etwas Bestimmtes sehr wichtig fand, glaube ich, da nicht mehr mitmischen darf an dem Artikel. Genau, nicht so unfreiwillig. Ja. Ich habe heute Ja? drei. Bist du durch, Siko? Sonst würde ich jetzt. Also, ich will nur mal wenn, sagen, man müsste mit sich mal so, ich denke immer so eine Liste von den Skandalen und Skandälchen, wenn man da mal eine Chronik machen würde, so für die Nachwelt. Also. Das glaubt uns keiner, aber wer will sich die Arbeit machen? So entstehen Legenden. Jede Gemeinschaft braucht es. So, meine drei Sachen, die ich heute gelernt habe oder die mich begeistert haben, die mich berührt haben, ist das erste ist Bildbeschreibung. Mit dem Thema befasse ich mich schon länger. Beispielsweise auf Twitter gibt es eine Bewegung dort, dass man beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist, damit auch Leute, die blind sind und sich das halt anhören, Twitter, mitbekommen, was auf dem Bild zu sehen ist. Das ist aber schwierig, ne? Wenn man dann
ein Bild von, ging heute in einem Vortrag darum, von einem Schmetterling hat und man schreibt nur Schmetterling hat, dann hat man nicht, das ist sehr grob, ne? Dass er dann orange ist und schwarze Flecken hat. Und das ist so ein Stil, das müsste ich auch erst noch lernen, wie man sowas schreibt. Ja. Auf Wikidata, auf Commons haben wir das ja inzwischen, dass eine Kurzbeschreibung geschrieben werden muss. Ich weiß nicht, ob das für Wikidata ist oder so. Du hast nicht mehr die Gesamtbildbeschreibung, sondern immer so eine Kurzbeschreibung in einem Satz. Das, das habe ich noch nicht verstanden, wofür das gut ist. Also man muss einen Bildtitel vergeben, der auch noch irgendwie sprechend sein soll. Dann soll man eine Kurzbeschreibung vergeben und dann noch eine Beschreibung in der Sprache. Auch die Kurzbeschreibung in mehreren Sprachen. Ich glaube, das ist für Wikidata. Ja, das muss ich mal durchlesen. So, dann haben wir ja auf Commons Structured Data, strukturierte Daten. Das ist eine eigene Wikibase, die dort läuft. Also nicht, läuft also nicht direkt in Wikidata rein. Die Bilder werden noch nicht oder vielleicht auch nie in Wikidata alle beschrieben. Und dort kann man den Bildinhalt mit Wikidata-Einträgen verknüpfen. Und wenn man dann ein Kunstwerk hat, irgendein Stillleben, dann schreibt man nicht nur einen Haufen Gemüse hin, sondern schreibt hin eben Weintrauben, Porree, was man halt sieht, totes Rebhuhn. Ja. So. Motiv, ja. Genau, und ich glaube, das wäre ein Ansatz, das zu automatisieren, denn so ein Beschreibungstext ist ja dann auch wieder nur in einer Sprache und den kann man nicht wirklich gut übersetzen, aber mit strukturierten Daten kriegt man schon mal eine deutlichere Beschreibung hin. Und da gibt es auch ein Tool dafür, das heißt ISA, das ist auf dem Toolserver zu finden, wo es auch mehrere Wettbewerbe schon laufen. Also die haben es so in Wettbewerbe aufgegliedert für verschiedene Sprachen, wo Leute aufgefordert sind, was siehst du da? Und dann gib mal ein, was du ein Einzelnes siehst, so ein bisschen Spielcharakter. Das fand ich schon mal sehr gut. Das geht in die richtige Richtung, was Bildbeschreibungen betrifft. Was Twitter betrifft, gibt es noch eine andere Sache, die man für Blinde tun kann. Und zwar, wenn man Hashtags verwendet, die einzelnen Wörter im Hashtags mit irgendwas mit Großbuchstaben anfangen zu lassen. Wenn nicht, werden die einem als ein Wort vorgelesen, egal was da drin steht. Und so werden dann in der vorgelesenen Twitter werden die einzelnen Worte getrennt. Ja. Wir haben das beim Klexikon die Frage auch mal besprochen. Also und wir Erwachsenen gehen vielleicht zu sehr davon aus, dass Kinder genauso ein Bild verstehen können wie wir. Also das ist ein Luftbild vom Amazonas und das ist dann die Stadt Manaus und dann eine bestimmte Farbe ist der Regenwald und dann der eine Fluss hat eine bestimmte Farbe und beim anderen ist dann mehr Dreck drin oder so, der hat dann eine andere Farbe. Und dann muss man dann erstmal in der Bildbeschreibung erklären, was sieht man da eigentlich, ne? Welche Farbe, also das ist der Fluss so und so weiter. Und ich glaube, da könnten wir auch in der Wikipedia uns ein bisschen mehr Mühe geben, auch mal ein bisschen zu beschreiben, was sieht man da eigentlich, auch wenn viele Leute das für selbstverständlich halten. Ist es häufig aber gar nicht. Und man braucht halt auch für ein Bild mehrere Bildbeschreibungen, ne? Also in einem Artikel eine Biografie und oben ist immer ein Porträtbild, dann steht halt eben Name der Person, Komma, Jahreszahl. Das reicht dann auch als Information aus. Für andere ist dann aber wichtig, ist ein Mann mit einer Hornbrille, er blickt nach rechts und hat einen Schnurrbart. Und wo das aufgenommen ist, an sich. Wenn noch im Hintergrund irgendwas zu sehen ist, ob es schwarz-weiß ist. Ja. Ich mache das grundsätzlich, in fast allen Bildern, die ich ohne, Porträtbildern, die ich ohne Jahreszahl sehe, die dann nachzutragen. Ja. Das finde ich schon wichtig. Was mich auch berührt hat, es waren mehrere Vorträge zu diesem Tragende zu diesem Thema. Das eine war ein Dokumentarfilmer, der mit Blinden zusammenarbeitet. Und der erzählte, dass er auch mit Institutionen zusammenarbeitet und der erzählte ihm, dass er so auf die Wikipedia gestoßen ist, weil die Institutionen inzwischen mehr Aufwand darin reinstecken, in der Wikipedia vernünftig vertreten zu sein, als auf ihre eigenen Webseiten, weil Google Wikipedia vorzieht. Und ja, ich habe bei der Wikipedia, beim Klexikon denke ich dann immer so den Namen darunter und die Jahreszahl ist schon schön und gut beim Porträtfoto, aber ich schreibe noch viel lieber, das war so und so, als er so und so viele Jahre alt hatte. Genau. Ja, und zwei Jahre später starb er. Ja. Ich glaube, damit kann man auch irgendwie besser leben, als wenn man jetzt, also gerade für Kinder, die können mit Jahreszahlen noch nicht so souverän umgehen. Also da gibt es sicherlich viele kreative Sachen. Wie du gerade gesagt hast, Sebastian, bei Wikimedia Commons, wenn man da ein Bild hochladen will, dann kann das ein bisschen überwältigend sein, weil man erst gefragt wird nach irgendwie so einer Caption-Kurzbeschreibung, in mehreren Sprachen möglich, dann die Bildbeschreibung oder eigentliche Bildkommentar, kann auch in mehreren Sprachen sein. Dann gibt es eine weitere Seite und das ist dann alles für Wikidata nochmal mit Motiven dann aber nur eingeschränkt, auch schwer zu verwenden. Gerade es muss auch auf Englisch sein, glaube ich. Und das ist schon ein bisschen viel Arbeit und ich muss sagen, ich bin da faul.
Und ich sollte in Zukunft da schon fleißiger werden. Denn ich will ja auch, dass meine Bilder gefunden werden. Ich glaube auch, dass da die Oberfläche noch verbessert werden muss. Also wenn ich eine Fototour wieder gemacht habe durch irgendein Naturschutzgebiet oder durch die Nachbarschaft, um Baudenkmale zu fotografieren, dann sammle ich die Fotos zusammen, überlege, was zu sehen ist, stoße den Upload bei Facebook hoch, damit ich viele Likes kriege, damit die Leute mich dafür loben, dass ich es mache. Aber das erst als zweites, als erstes mache ich es für Comments, ja, weil es dauert ewig dort. Und währenddessen ist Facebook schon fertig und ich sitze immer noch an Comments, an Comments, an Comments. Facebook und Flickr sollten unsere Vorbilder sein, wie man Bilder hochlädt. Ja. Und die schlagen mir dann vor, warst du an dem und dem Standort? Wie wäre es denn, wenn du jetzt noch dazu schreibst, dass das jetzt in der Limette ist? Ja, das ist so, das macht Facebook. Und das sollten wir auch können. Wolltest du Zico noch kurz sagen, zum Alter, lass nie von Kindern schätzen, wie alt du bist. 1000 Jahre. Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht? Ja. Naja, wie alt schätzt du, dass ich bin? Ja, 70, 60, 80, Oh, keine Ahnung. ja, sehr Kinder schmeichelhaft. jedenfalls kommen nicht auf den Gedanken, dass du aussehen könntest wie Michael Degen. Wer ist noch mal Michael Degen? Der Schauspieler. Älterer Schauspieler, das ist bestimmt schon 70, nee, 80 ist der inzwischen. Lebt der noch? Wie dem auch sei. Also dies mit diesen Bildern, ich fand das damals so eine Schande eigentlich. Vor 10 Jahren hat in den Niederlanden ja Wikilove's Monuments angefangen. Ich weiß nicht, ob im ersten Jahr schon, aber wir haben dann irgendwann gesagt, liebe Leute, bitte ladet eure Bilder auf Flickr hoch. Und dann können wir sie hinterher importieren mit einem Bot, anstatt ja. Also so schlecht ist Commons. Und im Wesentlichen, es gibt jetzt Verbesserungen langsam, aber es ist nicht einfacher geworden. Ist eigentlich eine Schande, wie wir mit unseren tollen Bildern umgehen. Aber jetzt gibt es gerade ein Projekt, ich glaube bei Wikimedia Deutschland, mit kuratierten Bildersammlungen. Das ist auch nicht auf Commons beschränkt, man kann auch Flickr-Bilder und so, man kann irgendwelche Bilder da einsammeln. Und die Hoffnung ist, dass die Leute halt Bilder, die sie interessant finden oder die sie gut finden, zusammentragen, Informationen dazu preisgeben und die dann wieder in Wikidata ein oder in Commons einfließen. Und so. Okay. Und auch das mit den Lizenzen, das ist ja auch ein Graus. Neulich habe ich mit dem Lehrer gesprochen, gefragt, warum nimmt ihr denn keine Bilder von Commons? Und die Antwort war, er hat nicht die Zeit, sich mit diesen Lizenzen auseinanderzusetzen. Er hat einfach wirklich nicht die Zeit. So, und dann nimmt er halt als von Flickr, weil da gibt es eine von 3 Lizenzen und nicht eine von 20 gefühlt oder 500 bei Commons. Ja, ich kenne Also, das Film. Ja, sorry. ich lade meine Videos auch grundsätzlich erst nach Vimeo hoch. Und importiere sie dann nach Commons. Alles Commons ist mir zu kompliziert, was die Lizenzen betrifft, was die Umwandlung Formate, des ja. Formats betrifft Und das hat sich Gott sei Dank sonst verbessert. betrifft. Ja. MP4 und MP3 kann man inzwischen problemlos hochladen und Ja, erweitern. aber ich in Vimeo habe ich das zack oben und kann das viel einfacher importieren. Ja. Ja, der Player bei Commons ist auch ganz schlecht. Also für meine YouTube-Videos für Niederlande in Deutschland, da habe ich ja sehr viel Material von Wikimedia Commons. Wunderbare Sache, aber diese Lizenzangaben sind wirklich total nervig. Also wenn ich dann so ein Bild sehe, dann muss ich mir im Kopf merken, wie heißt der Urheber, dann die Lizenz. Also wenn das CC BY SA 3 ist, merke ich mir nur die Zahl 3. Könnte ja auch 4 sein oder eine andere Lizenz. Das muss ich mir im Kopf merken, dann speichere ich das auf meine Festplatte in einem bestimmten Ordner für das Video. Schreibt dann dahinter dann den Namen des Urhebers und die Lizenz oder abgekürzt. So, und dann hinterher, wenn ich dann das Video hochlade, muss ich dann in der Videobeschreibung unten natürlich dann die Lizenzangaben hineinschreiben, von wem ist welches Bild. Das ist eigentlich ein Zusatzaufwand und da habe ich schon fast Verständnis für die Leute, die das einfach stehlen. Ich hätte es ganz gerne, wenn ich irgendwie auf irgendwas runterladen kann und dann nicht embedded sonst was, sondern ganz einfach, ich brauche den Dateinamen, ich brauche den Namen des Urhebers und die richtige Lizenz. Damit wäre mir schon ganz schön viel geholfen. Aber Entschuldigung. Zico, du kennst doch den Lizenzhinweisgenerator, ne? Das ist eine sehr schöne Website von Wikimedia Deutschland, lizenzhinweisgenerator.de. Da packst du einfach die URL rein und der spuckt dir Lizenzhinweis aus, so wie du ihn haben möchtest. Okay. Und den brauchst du dann einfach nur kopieren. Das geht innerhalb von 5 Sekunden. Okay, ich müsste dann die URL kopieren. Einfach die URL da Okay. reinkopieren, dann sagen, wo möchtest du das publizieren? Auf Video, auf einer Webseite, in einer Zeitung, in einem Buch? Sollen das mehrere Leute sehen? Soll das nur einer sehen? Oder was machst du damit? Und
schon spuckt er dir einfach die Lizenz aus, die du nur einfach Copy-Paste verwenden kannst, die auf jeden Fall immer 100% lizenzkonform ist. Mhm. Ja, wie mein Arbeitsflow ist, wie ich das da reinbekommen würde, müsste ich dann mal sehen, aber es hört interessant an. Danke. Lizenzhinweisgenerator.de, sehr schönes deutsches Wort, ne? Lizenzhinweisgenerator. Schreibt der Sebastian in die Videobeschreibung für dieses Video den Link hinein. Das macht er natürlich. Und auch in die beim Podcast, in die, wie heißt es da? Jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Wiki Stammtisch. Ja, ja, nee, Wiki Stammtisch.de, genau, das weiß ich schon, aber die Shownotes heißt es da. Genau, zweites großes Thema, Frauen in der Wikipedia sind unterrepräsentiert und heute habe ich einen Vortrag gehalten, der mir wieder mal so einen Spalt in diese Welt geöffnet hat, den ich oder eine Sicht, die ich vorher nicht hatte. Es gibt viele Frauen, die sich bemühen und die gerne mitmachen wollen. So, und aber da kommt hinzu, es gibt kaum Quellen zu Frauen. Darum schreiben die Frauen Artikel in der Wikipedia, versuchen das so gut es geht zu bequellen, sind aber ständig unter Beschuss, dass ihnen der Fakten angezweifelt werden, dass ihnen Artikel weggelöscht werden, weil die Quellen so schwach sind. So, dass sie können ja nur keine Quellen schaffen. So, darum, das ist der Grund erstens, warum immer noch deutlich weniger Frauen in der Wikipedia überhaupt einen Artikel haben. Und zweitens, warum Frauen zwar anfangen, aber dann auch wieder weggehen, weil sie es tatsächlich schwerer haben als Männer. Als Mann hast du es leichter an der Wikipedia. Ja, das ist so. Das ist ja, ich habe mir mal gedacht, wenn wir jetzt da legerer wären, ne, wenn wir Blogbeiträge als Quellen akzeptieren würden. Also das ist ja eine Vermutung, ne? Dass das dann so die Qualität der Quellen und dann die Informationen sollen ja zuverlässig sein. Würden wir denn sagen, ach, wenn es eine Frauenbiografie ist, dann reicht auch eine schwache Quelle. Da sind wir dann nicht so dahinterher, dass die Informationen auch zuverlässig sind. Das soll es ja auch nicht sein. Also das ist so ein Dilemma, aus dem ich auch nicht weiß, wie man da hinauskommt. Das Dilemma ist, dass wir eigentlich die Welt so abbilden müssen, wie sie ist, beziehungsweise so, wie sie präsentiert wird und nicht sozusagen für uns Fakten schaffen und unsere Herangehensweise so ändern, dass sie unserem Weltbild entspricht oder unserem Bias. Ne? Hm. Und wenn es so ist, dass Frauen in der Wissenschaft oder in der Publikation unterrepräsentiert sind und in der journalistischen Berichterstattung unterpräsentiert wird, dann kann die Wikipedia nicht dahin gehen und versuchen, das in der Wikipedia zu ändern, indem da eine Art Quote eingeführt wird. Das wird allem widersprechen. Weil wir werden es in einem anderen Gebiet auch haben. Ich habe heute auch einen Vortrag gehört über ein wissenschaftliches Artikel, ein Paper, das jetzt schon im Review ist, wo die falsche Balance ist zwischen der Erwähnung von Künstlern aus verschiedenen Kulturkreisen. Und unter anderem wurde geguckt in verschiedenen Sprachversionen der Wikipedia, wie sehr diese Missbalance ist. Also Europäer sind zu 95% da, der Rest sind 5%. Ja, und das, der größte war in Thailand, in der thailändischen Wikipedia. So. Deutschland auch relativ weit oben. Und dann so konkrete Beispiele, ein chinesischer Künstler von vor, ich weiß nicht, 700 Jahren, 800 Jahren und Leonardo da Vinci. Beide absolut vergleichbar in ihrer Innovationskraft und ihrer künstlerischen Ausdruckskraft. Und da Vinci halt 70-30, würde ich sagen, ja, überwiegt er diesen chinesischen Künstler. Mhm. Für den es auch Quellen gibt, für den es auch Bücher gibt, die sind bloß im westlichen Kulturkreis nicht zugänglich, weil wir alle kein Chinesisch können. Mhm. Und Afrika, da rede ich dann schon gar nicht davon. Ne? Ja, ist eine große Schwierigkeit. Es ist halt so, dass auch, also man könnte jetzt sagen, die Leute interessieren sich halt für das, was ihrem eigenen Kulturkreis näher ist. Allerdings ist das auch sehr selektiv dann. Ne? So kann man das dann auch nicht sagen. Schwierige Sache. Ich find problematisch in der englischsprachigen Wikipedia, dass ganz viele Sachen gelöscht werden, die für die Leute nicht ausreichend bequellt sind. Das heißt, die wollen eine bestimmte Anzahl an Quellen haben für einen Artikel, am besten pro Satz eine Quelle. Mhm. Teilweise gucken die natürlich drauf, wie die Qualität ist, aber wenn du einen Artikel jetzt schreibst, da sind nur zwei, drei Quellen drin,
und die schreiben vielleicht noch gegenseitig ab und es gibt einfach nicht mehr Quellen zu dem Thema, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Artikel in der englischsprachigen Wikipedia gelöscht wird. Und das ist unglaublich problematisch, weil manche Personen sind definitiv aus allen Aspekten relevant, aber die weltweiten Publikationen geben nun mal nicht mehr her. Also ich habe sowas mal Ähnliches gehört von einem Südafrikaner in einer Diskussion, dass dann in der englischsprachigen Wikipedia viele Leute weggelöscht werden, weil sie nur in Nigeria bekannt sind. Genau. Und ich weiß jetzt nicht so wie man das jetzt einschätzen kann in der deutschsprachigen Wikipedia. Ich habe den Eindruck, dass wir da, gut, wir können dann für unseren deutschsprachigen Raum schon bestimmen, was wir wichtig finden. Und wenn da jetzt etwas aus der Schweiz oder aus Liechtenstein kommt, glaube ich nicht, dass man da besonders streng ist. Im Gegenteil, da kann man dann sagen, ja, Liechtensteiner Bekanntheit ist ja gleich nationales Niveau sozusagen, bei den Schweizern auch. Aber bei der englischsprachigen Wikipedia, ja, da hat man eben das Pech dann eben, dass man als englischsprachiger Südafrikaner oder Inder und so weiter dann eben Teil dieser riesigen Sprachgemeinschaft ist und dass die dann, wenn die dann von Europäern und Nordamerikanern dominiert wird, ja, dann zieht man irgendwo den Kürzeren. Das ist dann natürlich schöner, wenn man dann in der eigenen Sprache dann etwas machen kann. Und davon gibt es in Nigeria auch so viel, aber das ist dann wieder so eine Sache, wenn man sowas dann, also die gibt es ja auch, die Wikipedia-Sprachversion, aber wenn man die mal so richtig durchstarten lassen will, braucht man auch eine ganze Menge Energie. Und ja, was lesen die Leute vor Ort dann? Das ist auch wieder die Sache. Von Wikigap in Ruanda wurden von den, sagen wir, 100 Frauenartikeln 70% vielleicht gelöscht in der englischsprachigen und französischsprachigen Wikipedia. Die waren alle relevant. Die hatten alle als Quelle vielleicht nur ein oder zwei Zeitungsartikel. Weil mehr gab es über diese Nationalratsabgeordnete nicht, über die Bürgermeisterin nicht, über die Professorin nicht. Es gab nicht mehr schriftliche Quellen. Vielleicht einen Datenbankeintrag und einen Zeitungsartikel. Und aber wenn, Nationalrat ist doch, müsste doch. Wenn jemand so ein Bundestagsabgeordneter ist oder im obersten Gremium einen Parlamentssitz hat, Parlamentarier, aber da gibt es vielleicht die Parlamentarier-Webseite, da steht nichts drauf zu der Person. Es gibt einen Zeitungsartikel und mehr gibt es. Ja. Ist auch in der Kürze vielleicht nur eine große Recherche nicht zu bekommen. Aber die Artikel wurden weggelöscht. Und da kann man noch so hinweisen, dass das sozusagen die ersten Artikel aus Ruanda sind. Von ruandischen Frauen, die zum ersten Mal denken, sie können frei publizieren und vor allen Dingen publizieren, so dass es die Welt sieht und nicht nur innerhalb Ruanda, weil sich sonst kein Mensch aus dem Genozid für Ruanda interessiert. Und denen wurden innerhalb von 2-3 Tagen alle Artikel weggelöscht. Ja, aber müssen die dann in der Wikipedia als erstes publizieren? Wie wäre es, wenn die einen Artikel schreiben für den regionalen Geschichtsverein oder für etwas Ähnliches und dann könnten die dann daraus aus der Wikipedia, für die Wikipedia zitieren? Ja, aber wenn du einen Wikipedia-Workshop machst, den beibringen sollst, oder die sollen ja lernen, wie man zur Wikipedia beiträgt und denen dann erklären, ihr müsst das erst irgendwo anders publizieren, dann von euch selber abschreiben. Ist albern, oder? Ja, allerdings gut. Was wären geeignete Themen, die man da nehmen könnte? Ne? Aber ja, ich sehe, da gibt es mehrere Faktoren eben, dass die halt in der großen englischsprachigen mitschreiben wollen und dann diese dürftige Quellenlage, die ja. Kann man schlicht was dran ändern, wenn man jetzt nicht Journalist ist. Also das ja, heißt ich, auch, dass ich, Frauen ich, nicht ich, so. Ich hab denen zur Auswahl gegeben, sie könnt das schreiben für die Kinyan Wanda Wikipedia, für Kiswahili, für Französisch oder Englisch. Die sind alle viersprachig. Und ja. Die wollten am liebsten für die Englische schreiben, weil es dann am meisten Leute, was dann die meisten Leute lesen, was dann die größte Reichweite hat. Reichweite, ja. Ich habe in meinem Buch da Werbung, gut, könnt ihr ja euch runterladen, habe ich ein Kapitel über Gender Gap und dann so eine Stufenrangfolge gemacht. Ne? Also das erste Problem ist, dass weniger Frauen ins Parlament gewählt werden und so weiter, dass dann Frauen weniger mediengeil sind oder viel weniger eine Autobiografie veröffentlichen oder hinterlassen, auch im Mittelalter, und dass Journalisten vielleicht weniger auf weibliche Themen oder die Themen von weiblichen Abgeordneten abfahren. Und dann irgendwie am Ende dieser ganzen Liste ist dann die Wikipedia, die dann die Prügel bekommt. Ich muss sagen, ob jetzt 16% oder 18% der Biografien in der Wikipedia über Frauen sind, ich finde das nicht wichtig. Das ist eine reine Symbolsache.
Symbole können wichtig sein. Und es gibt Leute, die sehen das anders. Und das wertschätze ich auch. Aber ich denke dann eher, diese nicht so leicht erkennbaren Biasse. Ne? Also wenn jetzt irgendwie über bestimmte Themen, die für Frauen aus irgendwelchen Gründen wichtiger sind, etwas fehlt, das finde ich wichtig, rezipientenorientiert. Oder wenn man schaut, also der Artikel über Jutta Limbach, relevant, hat einen schönen Artikel, aber da könnte noch eine ganze Menge mehr stehen. Wenn man sich darauf konzentrieren würde, dann finde ich das irgendwie doch schöner als so eine Challenge. Ich will jetzt 100 Tage lang jeden Tag eine Frauenbiografie veröffentlichen, weil das dann irgendwann auch einen Spielcharakter hat. Und ob dann so ja, eine brasilianische Senatorin auf Deutsch dann einen Artikel bekommt, ob das jetzt der Sache so dienlich ist, weiß ich nicht. Aber gut, da gehen die Meinungen auseinander. Aber ja, Jutta Limbach will ich noch mal mehr schreiben. Ich zensiere mich schon da selber. Ich habe mal von allen Artikeln, die ich geschrieben habe, geguckt, wie viel Prozent sind von den Biografien Frauen, wie viel Männer. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, warum suchst du das Thema aus und schreib doch mal über eine Frau und versuch einfach mal, wenn du die Auswahl hast, ich könnte jetzt über die schreibst, dann schreib den Frauenartikel. Weil ich das schon ein sehr schiefes Bild finde, ne? Dass ich dann irgendwie nur 30% Frauenbiografien hatte oder so. Und da kann man dran arbeiten. Mir ist neulich was Schönes über den Weg gelaufen. Und zwar habe ich eine Broschüre einer Universität gefunden, in der sie Biografien von Wissenschaftlerinnen veröffentlicht haben. Also nur Frauen, die bei ihnen an der Universität war speziell, um Frauen zu fördern. Und teilweise waren es die einzigen im Internet verfügbaren Quellen zu diesen Frauen und dann auch noch sehr schön mit Geburtsdatum und akademischen Werdegang und Schüler von wem und Schülerin von wem und Lehrerin von wem und so. Super. Universitäten macht das, schafft Quellen für die Wikipedia. Ja. Genau. Okay, ich glaube, dann haben wir den Tag gut rumgebracht. Jetzt kommen noch ein paar interessante Vorträge. Ich werde mir noch ein paar auf Video auch noch die nächsten Tage angucken und ich danke euch für das Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Also. Vielen, vielen Dank für die Bereitstellung dieses Podcasts als Begleitung der Wikimania. Sehr gerne. Tschüss. Ja, euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.